Hallo Christian, zur Verwendung der anderen Grafik mit dem Mikrofon kannst du folgendermaßen vorgehen. Ich markiere mir hier den Bereich vom Mikrofon, was man braucht. So, kopieren. Dann gehe ich hier hin und sage einfügen. So. Jetzt vergrößere ich mir das, sodass ich, sage ich mal, halbwegs in den Bereich kommt. Dass das hier von der Größe her generell nicht so passt, wie jetzt sein soll. Das hat damit zu tun, wegen der Verzerrung. So, jetzt gehe ich halt eben hin und mache mir das bisschen transparent. Jetzt ziehe ich mir das hier so passend. Ich benutze jetzt mal die Pfeiltaste für unten den Mikrofonständer synchron zu kriegen. So ist das schon soweit ganz gut. Und hier muss ich das an das Vorhandene angleichen. Und hier mache ich das auch. So, wenn ich mir jetzt die Transparenz raushole, dann sieht das ja schon wirklich ganz gut aus. Ich könnte allenfalls noch ein klein bisschen, das mache ich jetzt mit den Pfeiltasten so pixelweise verschieben. So wäre das eigentlich schon ganz gut. So, und jetzt setze ich mir den Startpunkt ohne Umschalttaste und drücke die Umschalttaste und habe hier schon mal eine wunderbare Linie. Jetzt setze ich noch mal einen Punkt ohne Umschalttaste. Halt die Umschalttaste gedrückt. So. Ah ja, das weißt du ja, wie das geht. Was muss ich dir das jetzt noch erzählen? Bist doch schon halbwegs ein alter Hase. So. Hier oben gehen wir auch so vor. Und ich mal das jetzt mal rundum so aus, weil ich gerade Spaß daran habe. So. So. Und hier auch noch. Fange ich hier unten an. Na, das war nicht so gut. So. Jetzt kann ich mir den Farbeimer holen. Dann mache ich das hier halt eben so weit ganz gelb. Und wird hier noch von dem Verlauf übrig bleibt, male ich noch schnell nach. So. So, und jetzt einmal hier noch ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe. So.
Und ich nehme mal an, dass das hier, was hier grau ist, dass das in Wirklichkeit weiß ist. So. Zackig. So, hier machen wir das auch so. So, jetzt, ja, jetzt kommt eine Fleißarbeit. Also man kann natürlich jetzt hingehen und einfach die Punkte so setzen. Kann ich ein bisschen größer machen. Machen wir mit 6 Pixel. So. Okay, also das mache ich jetzt nicht komplett. Also so würde ich es machen. Jetzt könnte man noch hingehen. Das hätte man allerdings besser. Ja. Das hätte man besser vor dem Kolorieren hier mit dem Gelb gemacht. Nämlich, man kann natürlich hingehen und das mit dem hoppla, mit dem Farbeimer machen. Ich will mal hier ein richtiges Schwarz. Farbeimer machen. Ja, also ich würde es so machen, ich würde das mit dem Schwarz im Farbeimer auffüllen und ich würde die grauen Punkte halt eben weiß machen und das schwarze Gitter da drin natürlich einfach so stehen lassen, wie es ist und fertig ab. Gegebenenfalls hätte man können hingehen, wie gesagt, bevor man das mit dem Gelb gemacht hat, hätte man können hingehen und sagen, okay, man gibt dem Ganzen mehr Kontrast. So, dadurch hat sich natürlich jetzt hier die Farbe von dem Gelb verändert. Aber also ein bisschen mehr Kontrast und ja, von mir aus noch ein bisschen Helligkeit rausgeholt. So, dann wird das hier auch noch ein bisschen dunkler, wenn man das so will. Ja, das ist kaum sichtbar. Das ist kaum sichtbar. Wie gesagt, ich würde es mit dem Farbeimer machen, fertig. So, und hier unten mit dem Holz, da habe ich eine andere Idee, die. Also das mit dem Schrägstellen vom gesamten Tisch und Ausschneiden mit der Rechteckmaske, die Idee ist so schlecht gar nicht. Auf die Idee wäre ich eigentlich nicht gekommen. Aber ich habe noch was gefunden, was einfacher geht. Und zwar, ich gehe hin und hole mir hier das Zauberstabmaske und klicke hier auf das Abrund drauf. Ach so, ne. Hier muss ich klicken. Ich muss umschalten. Ich vergesse das auch immer wieder mal. So, also, ich mache hier mal Auswahl aufheben. So. Also, ich klicke auf das Abrund, was jetzt markiert ist. Und dann gehe ich hin und sage Auswahl. Umkehren.
Und jetzt, Quatsch, das wollte ich nicht. Jetzt hole ich mir das Klonwerkzeug und dann kann ich hier mit dem rechten Mausklick die Stelle setzen, die ich abgreifen will. Und dann male ich mir die hier aus. Da kann ich ja jetzt ruhig hier über das Abrund kommen, das stört überhaupt nicht. So, und von dem, was ich hier oben abgegriffen habe, setze ich mir nochmal einen neuen Startpunkt mit der rechten Maustaste und male hier rüber weiter aus. Kann man ja eigentlich ganz gut sehen, wie weit man malen kann. Gegebenenfalls setzt mal eben nochmal neu an. So, und hier oben, da musst du halt eben da dran vorbeimalen. Aber das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Hier sieht es irgendwie ein bisschen unschön aus. So. Nochmal neuen Startpunkt setzen. So, was hältst du denn jetzt von der Idee? Auch nicht schlecht. So, Auswahl aufheben. Bumm, da haben wir das hier auf der Seite. So, hier rüber hätte man natürlich noch weiter mal, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Na. So. Kann man eigentlich schon fast. Also, weißt du, ob die Maserung hier übereinander stimmt? Also die ist sowieso so verschwommen, ist eigentlich so schlecht. Da würde ich wahrscheinlich hingehen und würde die Originalholztextur aus Future Pinball nehmen und die da reinsetzen, wo Holz sein muss. Und dann hat man eine schöne Textur, die auch scharf ist. Allerdings ist das ein bisschen aufwendiger, um das so zu realisieren. Deshalb, also wenn du daran interessiert bist, hier die Holzgrafik rauszuschmeißen und die von Future Pinball zu nehmen, dann kann ich dir darüber auch noch mal ein Video machen. So, okay, Christian, ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter und dann gutes Gelingen.